los geht's! Gehen Sie an Rennen, so ein Wahnsinn, immer schneller, alle drehen durch, laufen heiß wie ein Propeller. Doch in Ende völlig krass, schnapp den Ball, das bringt Spaß. Jetzt aber los, ab zum Strand, nur zwei Tage für den Sonnenbrand. Abhängen, das turnt an, das Leben ist ne Achterbahn, schon ist cool, kommt zum Pizza, ja! Endlich wieder Spiel und Spaß, na hurra! Dafür ist das Wochenende da. Stark. Videospielen, ich schlag dich, nur zwei Tage reichen nicht. Nur zu sehen, nen Cartoon, Milchshakes reinziehen und nichts tun. Das wollen wir, und zwar gleich, kommt noch mit, ich meine euch. Oh, na endlich Wochenende, na endlich Wochenende. Ich bin's, Tino. Wie ihr vielleicht wisst, gibt Chum Bucket ein Konzert. Gute Nachrichten, was? Ganz im Gegenteil, denn egal was wir machen, wir kommen an keine Karten ran. Ich habe mich 9 Stunden lang angestellt und der Typ vor mir hat die letzten 200 Karten gekriegt. Ich bin extra ins Internet in den Chum Bucket Chatroom. Ich habe auf Knien gebettelt und habe mich total erniedrigt. Zum Glück habe ich einen anderen Namen benutzt. Unglücklicherweise habe ich Tischs Namen benutzt. Das wird dir noch leid tun. Ich wollte einen Beamten im öffentlichen Dienst bestechen. Jetzt muss ich 100 Stunden Sozialdienst leisten. Ich kann mich um obdachlose Hunde kümmern oder um pflegebedürftige Wellensittiche. Und ich habe es bei einer exklusiven Ticketagentur versucht. Das Einzige, wofür es noch Karten gab, war eine Wanderausstellung über Dichtungsringe. Es ist bestimmt unglaublich langweilig. Ich hoffe nicht, denn ich habe uns 4 Karten besorgt. Wir haben nur eine Möglichkeit, unsere Laune zu verbessern. Ein super Maxi-Menü mit Chili-Käsefritten extra fettig. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 1.000.000. Kunde bei Snack Shacks. Der glückliche Gewinner bekommt ein T-Shirt, unser Top-Secret-Chili-Rezept und eine Mr. Snacky-Puppe. Snack mich, Baby. Na toll, das ist echt voll super. Hey, glaubt ihr, ich kann das im Internet versteigern? Ja, lass uns essen. Oh, hätten Sie noch ein paar Servietten? Herzlichen Glückwunsch! Sie sind unser 1.001. Kunde. Und als Dankeschön bekommen Sie Kartengutscheine für Chum Bucket. Ja! Hier, bitteschön. Aber das sind ja bloß 2. Und auf einmal ist alles ein klein bisschen komplizierter. Hey Leute, ich... Na los, sag schon, wer von uns kommt mit aufs Konzert? Und wem von uns machst du das Leben zur Hölle? Leute, das ist eine schwere Entscheidung. Ich schlafe eine Nacht drüber. Wie wär's, wenn wir neben dir warten, bis du aufwachst, damit wir schneller Bescheid wissen? Ja, oder wie wär's mit... Nein. Dann, du siehst aus, als hättest du richtig gut geschlafen. Wen nimmst du mit? Ich hab mir überlegt, dass derjenige mit mir ins Konzert mitkommen darf, der unter absolut fairen Bedingungen eine Runde Xing Shang Chong gewinnt. Und dazu hast du eine ganze Nacht gebraucht? Am Anfang habe ich noch an Schlammcatchen gedacht. Fertig? Xing Shang Chong. Papier wickelt Stein ein. Stein schleift Schere. Schere schneidet Papier. Papier wickelt Stein ein. Stein schleift Schere. Schere schneidet Papier. Papier wickelt Stein ein. Schleift Schere. Schere schneidet... Moment mal. Nochmal! Xing Shang Shong! Xing Shang Shong! Xing Shang Shong! Halt! Freunde, das Konzert ist viel zu wichtig für solche Spielereien. Ja, Tino, du musst einfach sagen, wen von uns du mitnehmen willst. Guck an, dann wird das jetzt also ein Schleimerwettbewerb, hä? Genau, und möge der Beste gewinnen. Du meinst wohl die Beste. Ich weiß genau, was ich meine. Wir Männer müssen noch zusammenhalten, nicht wahr, Sportsfreund? Hä? Na los, komm schon, wer ist dein Kumpel, hä? Wer ist dein Kumpel? Habt ihr den elektrischen Gummibaum mit polierter Doppelmuffe bestellt? Ja. Ich komme ja schon. Hiermit möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich als der 1.000.000. Kunde den ersten Preis verdiene. Laut Strafgesetzbuch Absatz 17-34-D steht der Partei der ersten Hälfte die höhere Ausgleichssumme zu. Siehe auch 1984 im Fall Bob gegen Steve. Ist der Anzug von deinem Vater oder bist du eingelaufen? Verspotten Sie nicht das Gesetz, Mr. Tony! Okay, hier ist mein Vorschlag. Du nimmst mich mit zum Konzert und dafür mache ich für dich sauber. Angefangen mit dem Staubsaugen.
Jetzt weiß ich endlich, wofür der komische Knopf da ist. Raus, raus, raus! Ist ja gut. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass du mich nicht mitnehmen musst. Das ist in Ordnung, wirklich. Ich werde nur für den Rest meines Lebens am Boden zerstört sein. Tisch. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde mich ein bisschen auf die Terrasse setzen und vor mich hin hyperventilieren. Wenn du irgendwelche gequälten Laute hörst, mach dir keine Gedanken. Kurzer Zwischenstand. Es steht 3-1 für die Gier gegen die Würde. Ich hoffe sehr, dass ihr euch diesmal... Wir haben gehört, dass du noch eine Karte fürs Chumbucket-Konzert hast. Hier ist mein Vorschlag. Du nimmst mich mit und dafür tue ich so, als würdest du existieren. Hi, Cherie. Was geht an? Ich meine, was liegt ab? Ich meine, wie geht's dir denn so? Also, was machst du denn so hier? Nimm mich mit aufs Konzert. Und was bietest du mir an? Ich biete dir an, dass du mit mir zu dem Chumbucket-Konzert gehen darfst. Das ist ein tolles Angebot. Hör mal gut zu, Tony Tini. Nimm mich mit aufs Konzert und ich mach dich fertig. Aha. Gut. Mann, das sind ja echt umwerfende Angebote, aber ich muss euch leider enttäuschen. Ich hab mir Spinnmilben eingefangen. Wiedersehen! Erzähl schon, was ist los? Ich habe noch eine Eintrittskarte für Chumbucket, aber 3 Freunde, die mitwollen. Für wen soll ich mich entscheiden? Das ist eine blöde Situation. An deiner Stelle würde ich mir überlegen, wen du am meisten hast. Haha. Tu mir einen Gefallen. Keine Witze mehr. Sei einfach eine ganz normale, keine Witze machende Mutter. Mäusele, das sind deine Freunde. Sie wissen, dass du eine Entscheidung treffen musst. Ich bin sicher, sie nehmen dir das nicht übel. Aber sicher doch. Es geht hier um Chumbucket. Ein gebrochenes Bein kann man vielleicht verzeihen, aber das hier wird mir ewig vorgeworfen. Aha, als du 6 warst, hast du das Gleiche von Bobby Bunkies Musical Monkeys behauptet. Ich glaube immer noch, dass sie irgendwann groß rauskommen. Wir werden dir nie verzeihen, dass du uns nicht zu Chumbucket mitgenommen hast. Ah! Oh Mann! Womit habe ich das verdient? Zeit zum Rasenmähen, kleiner Mann. Ah, wach auf, wach auf, wach auf! Oh. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn ich den Rasen mähe? Ich meine, warum solltest du riskieren, einen Zeh zu verlieren? Wow, ist das ein Rosenbusch? Jetzt jedenfalls nicht mehr. Gestehen Sie, Sie stecken mit diesem Snack-Shack-Typen unter einer Decke. Mit wem stecke ich unter einer Decke? Ich bin nur vorbeigekommen, um euch zu sagen, dass wir uns nach der Schule nicht mehr treffen können. Um mit dem Trauma, Chumbucket nicht sehen zu können, fertig zu werden, muss ich mich die nächsten 40 Jahre meines Lebens in Therapie begeben. Hey, ich bin hier am Rasenmähen. Geht weg da oder ihr verliert ein paar Körperteile. Schluss jetzt, das reicht! Aufhören! Ich habe eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung lautet, ich kann es nicht entscheiden. Macht das unter euch aus. 2 Karten. Und wir sind 3. Xing, Shang, Shong. 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 Wisst ihr, ich bin zu der Einsicht gekommen, dass ich irgendwann diese ganze Chumbucket-Geschichte vergessen habe, mich aber auf jeden Fall an diesen Sonnenuntergang erinnern werde. Und dann denke ich, klar, na sicher doch. Da ist er! Tino! Wir haben dich überall gesucht. Solltet ihr nicht auf dem Weg zum Konzert sein? Ich meine, 2 von euch? Wir konnten uns auch nicht entscheiden. Ja, wir sind hergekommen, um dir die Karten zurückzugeben. Sie gehören dir, Tino, du musst hingehen. Selbst wenn du diese Cherie aus der Schule mitnimmst, das geht schon klar. Danke, Leute. Das finde ich wirklich toll von euch. Also, kommst du jetzt runter? Ich würde ja gerne, aber ich habe mich hier irgendwo reingesetzt und klebe fest. Der Moment der Wahrheit, Tino. Du kannst es nicht mehr vor dir herschieben. Wen von uns wirst du mitnehmen? Okay. Ah, ich hab's. Ich nehme den mit, der ein Chumbucket-Poster in seinem Zimmer hat. Genau, es ist Carver. Juhu!
Ich wollte mir doch gerade ein Poster kaufen. Ich musste es irgendwie entscheiden. Mann, jetzt werdet ihr mich für den Rest eures Lebens hassen. Tino, wir brechen vielleicht nicht in Freudengeschrei darüber aus. Aber wieso sollten wir dich denn dafür hassen? Ja, wir sind doch deine Freunde. Na los, ihr zwei. Haut ab, viel Spaß. Oh, danke. Wir erzählen euch dann genau, wie es war. Einfach weiter lächeln. Ich krieg schon Risse im Mundwinkel. Wartet mal, Jungs. Das sind keine Eintrittskarten. Was? Ihr habt Reservierungen. Die müsst ihr an der Abendkasse eintauschen. Habt ihr nicht das Kleingedruckte gelesen? Gegen diesen Gutschein erhalten Sie Eintrittskarten für 2 Personen? Jeder davon geht für 2? Lautisch! Wartet! Okay, ich habe also einiges herausgefunden. Erstens, manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen, aber deine Freunde werden sie respektieren. Und zweitens, auf jeden Fall immer das Kleingedruckte mitlesen. Okay, bis die Tage. Wir sehen. Ende. Hey! Eine Pizza Alcatraz Spezial. Ja, erinnert mich bitte daran, Werkzeuge in die Liste der Dinge aufzunehmen, die ich nicht in meinem Essen haben will. Trinken oder ich verpasse dir ein drittes Nasenloch. Was ist denn mit Tisch los? Sie hat zu viel alte Kriminalfilme gesehen. So reden die dauernd in diesen Dingern. Ja, starrt mich gefälligst nicht so an, ihr Rotznasen. Mann, die Leute in diesen Filmen haben echt merkwürdige Sachen gesagt. Ich hoffe, dass dieses Verhalten nicht ansteckend ist. Hey, Carver, ich habe da was rausgefunden, das dich vielleicht interessiert. Raus damit. Erinnerst du dich noch an Christy? Ja, sie ist wirklich unausstehlich. Naja, ich habe gehört, wie sie sagte, dass sie dich irgendwie mag oder so. Unausstehlich. Aber irgendwie auch faszinierend. Hier ist Tino. Kennt ihr das auch, dass die größte Nervensäge ganz plötzlich irgendwie nett ist, wenn man herausfindet, dass sie einen mag? Wenn nicht, lernt ihr es jetzt kennen. Seht euch mal Carver an. Der guckt, als hätte man ihn hypnotisiert. Vielleicht habe ich ja diese Christy bisher immer falsch beurteilt. Immerhin ist die eine Frau mit einem exquisiten Geschmack. Oh ja, es hat ihn erwischt. Diese Lady hat ihn um den Finger gewickelt und ihn ins Land der verliebten Trottel geschickt. Was ist denn mit dir los? Weißt du, dieses eine Mädchen, Christy, ich glaube, die hat mich ganz gern. Ich verstehe. Was ist denn mit dir los? Hi, Carver, ich bin's, Christy. Oh, hey, Christy. Hau ab. Auf keinen Fall. Ich gebe dir einen Dollar. Vergiss es. Ich sag mal, was du mit ihrer Lederhose gemacht hast. Bin schon weg. Was liegt an? Nichts Besonderes, ich musste nur gerade an dich denken. Ach, wirklich? Sag mal, Carver, bist du eigentlich ein Romantiker? Ich bin so romantisch, dass es dir die Schuhe auszieht. Das volle Programm. Lange Spaziergänge im Mondschein, Candlelight-Dinner. Diese, du weißt schon, diese kleinen Bonbons mit so Buchstaben drauf, sowas eben. Wenn du mein Freund wirst, dürfte ich dich dann Pupsbärchen nennen. Du darfst Pupsbärchen zu mir sagen, wann immer du willst, meine Süße. Ach, herrje. Pupsbärchen? Ist das nicht einfach unglaublich? Das ist das Albernste, was ich seit Jahren gehört habe. So, Mr. Konferenzschaltung, ich verfluche euch! Der alte Trick mit der Konferenzschaltung. Clever und hinterhältig. Dieses durchtriebene Ding hat dich zum Narren gehalten. Ja, dumm gelaufen, Pupsbärchen. Ja. Hey. Das ist ja gar keine Sonnencreme. Das ist Klebstoff. Na klasse, perfekt. Carver, deine Freundin ist hier. Was? Erst tut sie mir sowas an und dann winkt sie mir zu? Gibt's dagegen kein Gesetz? Bestimmt. Frag einfach mal das Bundesamt für Winkangelegenheiten. Jetzt reicht's mir.
Halt die Luft an, Carver. Ja, halt die Füße still, Sportsfreund, sonst kannst du demnächst den Sing Sing singen. Wenn du schon so reden musst, spendier uns wenigstens Untertitel. Keine Panik, ich will mich nur ganz ruhig und höflich mit ihr darüber unterhalten. Bist du völlig bescheuert? Was sollte das? Ich weiß, es tut mir leid. Was denn? Es tut dir leid? Carver, ich kann dich wirklich ganz gut leiden, irgendwie, glaube ich jedenfalls. Aber ich... Dieser Anruf war Candys Idee. Ich hatte Angst, dass sie sich über meine Gefühle lustig macht, wenn ich es nicht getan hätte. Verstehst du? Ja, ich glaube schon. Es gibt immer Dinge, über die sich andere lustig machen. Ich musste zum Beispiel immer weinen, wenn ich die Nationalhymne gehört habe. Ja, und ich hatte solche Angst im Dunkeln, dass ich bis ich 8 bei meinen Eltern geschlafen habe. Mann, bist du eine Flasche? Oh, Carver hat bei seinen Eltern geschlafen, bis er 8 war. Das war ein Volltreffer. Dieses schamlose, billige, kleine Biest. Bis du 8 warst? Meine Rache wird furchtbar sein! Okay, wie kann ich mich bei Christy für diese Blamage rächen? Wir könnten diesem vorlauten Frauenzimmer ein paar Zementschuhe verpassen. Es gibt auch noch die Variante mit dem wütenden Wiesel im Schließfach. Die ist zwar schon sehr alt, aber immer noch sehr effektiv. Ich dachte eigentlich mehr an taktische thermonukleare Waffen. Wir sollten vielleicht etwas realistischer bleiben. Was zum Beispiel wissen wir überhaupt von dieser Christy? Ich weiß, dass sie ein Fan von dieser Boygroup Rhythm Street ist. Ich weiß, dass sie ständig bei irgendwelchen Preisausschreiben mitmacht. Ich weiß, dass sie eine hinterhältige Schlange ist. Das ist doch alles schon sehr hilfreich. Naja, mal abgesehen von der Geschichte mit der Schlange, also ich weiß nicht. Sekunde! Ich hab da eine Idee! Ruf das Fernsehen an. Wie wär's, wenn Christy beim Preisausschreiben ein Treffen mit den Jungs von Rhythm Street gewinnt? So ein Preisausschreiben gibt's nicht. Na und? Dieses Fräulein macht so viele mit, dass sie sich niemals an alle erinnert. Das ist perfekt! Sie gewinnt ein Preisausschreiben und wird sich mit Lonnie von Rhythm Street am Strand treffen. Hey, vielleicht sollten sie sich im Einkaufszentrum in voller Schnorchelmontur treffen. Ja! Es ist einfach, es ist elegant und es ist eine maximale Blamage garantiert. Ein vortrefflicher Plan, mein Herr. Das ist eine super Idee, Pupsbärchen. Ja, na, ich weiß nicht so recht. Gleich kommt er wieder mit irgendeiner blöden Gewissensgeschichte. Christy hat es nicht anders verdient, aber Rache ist nicht der richtige Weg. Hab ich's nicht gesagt. Findest du es richtig, vor allem blamiert zu werden? Findest du es richtig, sich das einfach gefallen zu lassen? Nein, naja, nicht wirklich. Fall abgeschlossen. Wir schreiben einen Brief an Christy, in dem steht, dass sie ein Preisausschreiben gewonnen hat. Das wird klasse. Entschuldige, manchmal ist es hart, wenn man nett ist. Und manchmal macht es einfach nur Spaß. Ist das mein Abendbrot oder irgendein Experiment? Stell dich nicht so an, es wird dich schon nicht beißen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe auch nicht vor, es zu beißen. Erzähl schon, was ist los? Nichts, was soll denn los sein? Oh, ich habe nur den Eindruck, dass Samstagabend immer irgendwas mit ihr los ist. Naja, dieses Mädchen, Christy, hat Carver jetzt schon zum zweiten Mal in aller Öffentlichkeit total blamiert. Und also deswegen... Und jetzt will sich Carver dafür rächen. Wow, diese Sache mit dem Gedankenlesen ist selten vorteilhaft, spart aber eine Menge Zeit. Weißt du, als ich in deinem Alter war, war meine Mutter so gut darin, dass ich fast nie was sagen musste. Ich will mir doch nur was einfallen lassen, dass sich nicht so blöd anhört wie... Zweimal Unrecht ergibt doch kein Recht. Wie wär's mit, wer auf dem Pfad der Tugend wandelt, wird nie im Verkehr stecken bleiben? Okay. Ups. Sicher, dass das Essen nicht unter die Genfer Konvention fällt? Nicht zuvor, laut. So gut, jetzt kann's losgehen. Carver, ich weiß, es hört sich blöd an, aber zweimal Unrecht ergibt noch kein Recht. Ja, und einmal Unrecht ergibt auch kein Recht, aber zweimal Unrecht gibt mir ein besseres Gefühl. Aber du... Das war's. Jetzt können wir uns gemütlich entspannen und die Vorstellung genießen. Ja, zeig der Puppe, wie das Geschäft läuft. Man sagt, Rache ist etwas, das man am besten kalt genießt. Ja, genau wie Chugger Freezes. Deckung, da kommt sie. Das wird ein Spaß. Ich würde das Lachen noch vergehen, wenn Lonnie von Rhythm Street hier auftaucht. Ich bin mit ihm zum Schnorcheln verabredet. Schnorcheln, natürlich. Mann, du bist echt verrückt. Reingelegt. Rache ist doch was Feines. Die Süße ist ja verflucht nah am Wasser gebaut. Ich habe ein komisches Gefühl in der Magengrube. Hört sich schwer nach deinem Gewissen an. So ein Mist. Und ich dachte, das habe ich verdrängt. Wo will er denn hin?
Ich fürchte, er konnte sich das nicht mehr mit ansehen. Hey, seht mal! Verzeihung, Entschuldigung. Gibt es hier eine Christy Wilson? Ja, ja. Lonnie, tut es leid, dass Sie auf ihn warten mussten. Bitte folgen Sie mir zu seiner Limousine. Sie geht tatsächlich mit Lonnie zum Schnorcheln. Oh. Moment mal, gab es jetzt echt so ein Preisausschreiben? Das kann ich mir kaum vorstellen. Der Kerl war kein Chauffeur. Er arbeitet drüben im Kostümladen. Ja, und er wollte, dass ich ihm mein Taschengeld für 2 Wochen gebe, damit er das macht. Außerdem muss ich diese blöde Chauffeurmütze bezahlen. Ich bin sehr stolz auf dich, Kawa. Bezahlst du die Mütze? Auf keinen Fall. War ja klar. Naja, es war vielleicht nicht gerade billig, aber du hast das Richtige getan. Alle Achtung, Kawa. Ich musste es tun. Schlimm genug, dass sie geweint hat, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das durchziehe, muss sie mir was noch Schlimmeres antun. Und dann muss ich ihr was noch Schlimmeres antun. Wo soll denn das hinführen? Und jetzt denke ich, dass sie in Zukunft nett zu mir sein wird. Hey, Kawa. Christy hat gerade ein Audiofile ins Internet gestellt. Du darfst Pupsbärchen zu mir sagen, wann immer du willst, meine Süße. Oh. Dieses Biest hat dich wirklich in der Mangel, Bursche. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir werden die ganze Geschichte ein für alle Mal vergessen. Geht in Ordnung, Pupsbärchen. Ja, Kawa hat das Richtige getan und wurde weitergeärgert. Aber wenn er sich anders entschieden hätte, wäre er genauso mies wie Christy, oder? Also, Sportsfreunde, kommt gut in den Abend. Ich darf übersetzen. Bis die Tage. Wir sehen.